Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Snail Bob. Das aus unerfindlichen Gründen keinen Sound hat. Ah. Ach ja, Snail Bob. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Denn bedauerlicherweise verachte ich Snail Bob. Zutiefst. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum, weil die Spiele sind eigentlich gar nicht schlecht. Vielleicht liegt es einfach daran, dass in den letzten 3 Jahren ungefähr 8 Snail Bob-Spiele rausgekommen sind. Also es sind jetzt, glaube ich, wirklich 8. Und abgesehen davon, dass die Umgebung immer mal anders ist, ist es immer das Gleiche. Es ist echt immer der gleiche Rotz. Aber okay, prinzipiell sind die Spiele halt ganz cool und so ein, zwei Spiele kann man da auf jeden Fall mal mitnehmen, weil es macht wirklich eine Weile lang Spaß. Nur irgendwann ist es halt auch einfach zu viel. Aber wir fangen einfach mal an. So, wir haben Snail Bob. Der kann langsam laufen. Ach, der kann der sich hier... Jetzt muss ich mal gucken. Ach, der kann sich hier noch gar nicht umdrehen, oder? Ach Gott. Wenn du auf Bob klickst, bleibt er stehen. Lasse Bob auf dem Schalter anhalten. Ja, also später kommt halt so eine Spielmechanik dazu, dass Bob auch in die andere Richtung laufen kann. Also in späteren Teilen. Aber ansonsten... ist es einfach genau das Gleiche. Also diese Drehplattform gibt es dann natürlich nicht mehr. Aber diese Drehschalter gibt es und bewegende Plattformen. Es ist halt alles insgesamt nicht sehr anspruchsvoll, aber es ist halt so ein nettes kleines Puzzle zwischendurch, ne? So, erstmal anhalten, dann... Okay, da schmilzt da das Eis. Alter, really? Okay, dann muss ich nur... Ah, darum dreht er um. Dachte mir schon, Moment, das kann doch nicht so einfach sein. Das Ding kommt hier auch nicht wieder runter, oder? Nö, natürlich nicht. Okay, dann darf ich jetzt wohl resetten, ganz toll. Ja, that was close.
Oh, was auch noch dazu kommt, in späteren Snellbob-Spielen gibt es immer versteckte Sterne, pro Level 3 Stück. Die muss man dann immer noch finden. Also nicht mit Snellbob einsammeln, aber man muss halt draufklicken. Das ist aber auch nur so irgendwie Bonus-Objective. Fantastisch. So, Gefahr, nicht anfassen. Okay. Aber ganz ehrlich, warum baut man sowas ein? Okay, irgendwas habe ich hier offenbar verkackt. Moment. Funktioniert auch. Okay, da kocht irgendwas über. Okay. Schade, es hätte so schön funktionieren können mit Schnelllaufen. Halt an, ja. Aber wie komme ich da drauf? Ach so, das bewegt einfach den anderen, okay. Das macht es natürlich irgendwie deutlich unspektakulärer. Das ist schwer. Schön, dass es draufsteht. Ich habe das Gefühl, ich sollte da erst reingehen. Vor allem brauche ich das halt einfach alles gar nicht. So, das kann ich so nicht bewegen. Da kommt Feuer raus, alles klar. Wehe. Ich hab's kaputt gemacht. Das ist natürlich ungünstig.
Hätte ich vielleicht lassen sollen. Ja, aber hä? Wie soll ich das denn da jetzt wegkriegen, bitte? Ach so, ach Gott, ja, okay. Kann auch einfach mal ein bisschen verpeilt sein. Das Ding macht so und so. Na, okay. Ich glaube ich total raus, wie es funktioniert. Fantastisch. Das hätte man wahrscheinlich auch mit einem Move weniger machen können. Really? Und jetzt geht es nicht mehr runter? Boah. Was für eine unnötige Mechanik. Hauptsache, wir müssen das Spiel nochmal neu starten. So, gehe ich daran kaputt? Nein. Sehr schön. Psst. Okay. Wenn man so ungeduldig ist. Nee, das war blöd. Das war auch ziemlich blöd. Ah, okay. Komm. Gib Gas, Junge. So, jetzt aber. Finally. Und das war schon das ganze Spiel. Fantastisch, oder? Ja, das war Snailbob. Ich wollte es euch wenigstens mal zeigen, weil eigentlich ist es halt so ganz nett für zwischendurch, aber mir fehlt leider gerade ob meiner Verachtung für dieses Spiel ein bisschen die Begeisterung. Ich werde euch trotzdem die anderen Teile mal mit verlinken. Also vielleicht nicht alle 8, mal gucken, wie viele Links ich spontan auftreiben kann, aber ein paar mehr Teile auf jeden Fall. Wenn ihr Bock auf Snailbob habt, dann klickt einen der diversen Links unten in der Videobeschreibung. Ansonsten vielen Dank fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.